Seit 3 Tagen haben wir immer wieder die Erkenntnis vergessen zu diktieren, dass dem normalopathischen Neurotiker vermutlich keinerlei Zugang dazu gewährt ist, sondern nur der Sublimationist erkennt diesen Prozess, wodurch das Leben sich schützt, indem es aus dem Schlaftraum in den Tagtraum übertritt und diese Verunwirklichung einer authentischen Existenz dabei vollzieht zum Vorrang der Aktionismen, indem es also nicht mehr bemerkt, dass es nicht mehr bemerkt, nicht mal mehr zu bemerken, nicht mehr in der authentischen Existenz zu sein, sondern in einem Tagtraumschlaf, der ihn schützt zum Behufe der Aktionismen vor der Wahrnehmung des eigentlichen Existierens und nur noch existieren ist, sich hinausfälteln, hinausbegegnen, hinaus aktionieren in die Welt, wozu sie diesen Schutz benötigt, die Verunwirklichung, die Übertünchung nicht zu bemerken in diesem Durchgang alltäglich oder bereits in jedem Wahrnehmungsvorgang stattfindend. Denn nur der Sublimationist erinnert noch jenen scharfen Schnitt des ersten Todes seines Auswurfs. Der Sublimationist ist aus einem anderen Prozess hervorgegangen, wie die Genese des Neurotikers mit seinen Verdrängungsapparaturen. Er hat diese überschwängliche, überwältigende Verschlingungsliebe absolut totalitärer Vereinnahmung am Anfang im dyadischen Spiegelverhältnis erlebt. Und der Schnitt unterliegt anderen Bedingungen, unterliegt anderen nachzeitigeren, schmerzhafteren und bereits bewusstseinsfähigen Momenten im Moment des ersten Todes, im Moment des Übertritts der Sprache in die symbolische Tröstungswelt, wobei dieser Schnittvorgang niemals vergessen wird und vom Sublimationisten 24 Stunden am Tag wiederholt wird, ihn ungeschehen zu machen, ihn dingfest zu machen, ihn zu bebildern oder durch Werke nicht zu glorifizieren, sondern zu betrauern in einem bewusstseinsfähigen Akt, der sich niemals unbewusst bleiben wird, dass das Normalbewusstsein in einem Zustand ist, nicht mal mehr zu bemerken, dass es kein bewusstes Bewusstsein mehr ist, nicht mal mehr zu bemerken, dass es nicht mehr bemerkt, dass es eine nicht mehr authentische Existenz ist, sich also kontinuierlich in der Begegnung jeden Augenblicksmoment der Gegenwärtigkeit im Ausgelöscht werden, denn wenn das da ist, wenn dieser leibzeitliche Körper da ist, dann auch notwendigerweise wieder implodierend und weg und alles verunwirklichend und alles ungeschehen machen. Und in diesem Modus kontinuierlich zu persistieren, was eben diese Kunstform des Sublimationisten ausmacht oder der Versuch der Zen-Stoiker, an diesen Urschnittmoment heranzukommen oder durchzutunneln in das Vorher eines noch nicht trittverandernden
noch nicht drittveranderten, nicht entfremdeten, nicht alienierten, nicht verdinglichten Entfremdungsmoments, sondern zurückzukehren in die ursprüngliche Dyade des parmenideischen Urozeans. Nur der Sublimationist, und das sind wenige unter den Menschen, weit unter 1% derselbigen, wobei es noch die Unterformen der Schizophrenie und der Paranoia gibt, als Deviationen, als abgestürzte Formen von dem Berggrat, der links und rechts steil abfällt von diesem Balance-Seil oder diesem schmalen Berggrat, der immer höher führt, auf den Gipfel hinauf, bis die Region des eisigen Erfrierens erreicht ist. Also nur solche erinnern sich an jenen Urmoment des ersten Todes, der ersten Ausgeworfenheit, des ersten abgekoppelt worden Seins durch das extrem aufgespreizte, verdinglichte, terniere, abgekoppelte, immer unstillbare Begehrensloch, das vom Normalopathen kontinuierlich als Verlustwiederholung wiederholt wird, indem es alle Vergegenwärtigung dieser Art zu vermeiden versucht und immer den Solto Mortale der illusorischen Hoffnung der Zukunft zurück über die Gegenwart, diese vermeidend in die Vergangenheit vollzieht, als Purzelbaum der Sicherheit. Wie sagt Aristoteles, ein Volk, das die Sicherheit der Freiheit vorzieht, ist es wert, Sklaven zu bleiben? Das ist noch harmlos gesagt. Man müsste sagen, ist es wert, auf immer untote Zombies gewesen zu sein? Ja, die eine Seite Leben gleich Leben unter dem Modus des Vergessens, die andere Seite aber Leben, das ein Leben ist, ohne sich zu vergegenwärtigen, dass jeder Lebensmoment gleichzeitig der Todesmoment ist, der Auslöschungsmoment, der Selbstverunwirklichungsmoment ist, war nur ein Traumleben innerhalb eines Traumes, innerhalb eines Schlummerschafs, der Schlafschafe. Das ist auch nur ein euphemistisches Wort, Schlafschafe, das zu Corona-Zeiten aufgekommen ist. Man müsste schon sagen, Träumzombies. Jetzt hat es wieder gut über 20 Grad Celsius. Da oben umzingeln eine große Schäfchenwolke die Sonne. Aber schaffen sie es nicht ganz, sie einzukesseln und zum Schweigen zu bringen oder ihre Blendschönheit zu verfinstern. 31.12. Silvester. Mal schauen, ob die hier Party machen und Feuerwerk. Ich glaube nicht. Feuerwerk findet an anderen Tagen statt. Ein paar letzte Mohikaner. Manche gehen sogar baden. Hier ist ein Exemplar. Es ist keine Boje.